Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast und ich will nicht mehr. Ja, ich habe ja gesagt, ich bleibe jetzt hier brav in meiner Zelle und... So, jetzt gucken wir mal. Mal so. Und, ja, da hinten ist zu, hier oben ist zu. Da, der ist vorher mit der Hand... schon wieder, ja. Ich gehe schon wieder. Ich gehe ja schon. Da war auch nichts Schönes. Und ich soll mir die da angucken. Die sehen böse aus. Und die sind nackig. Wie geht's? Und dahinter, ich will gar nicht so nah. Dahinten steht auch noch irgendwas. Verlose Blatt. Keine Ahnung. Boah, wenn die mir da hinterher rasen, ich will nicht. So, und ich weiß immer noch nicht... Ach, der Typ da wieder. Nee. Ich hab direkt Nachtsichtsdings an. Aha. Ich hab was viel Schlimmeres gesehen. Kann man hier jetzt irgendwo weiterkommen? Weil irgendwo muss es ja weitergehen. Hier vielleicht irgendwie... Nein. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Der springt mich eh gleich wieder an hier. Ach, hier. Die können wir aufmachen. Ne, kein Weg. Du springst mich nicht an. Wurde der aufgeschnitten? Guck mal. Don't trust them. They'll tell you it's science. My blood if they want to get up. They were waiting. For us, in this place, Billy understood. They've always been here. Ich hab keine Ahnung. Zu! Das ist zu! Gott sei Dank ist das zu! Wer redet denn? Redet da oben einer? Ich dachte gerade. Zum Öffnen. Jawohl, ich glaube hier. Oh ne, doch nicht. Nee, kein Weg. Noch eine Tür. Ah, da ist was. Tschüssi. Ich gehe dann mal. Oh Mann, warum immer alles so dunkel? Ach, da ist ein Loch. Okay. Dann nach oben mit mir. Ah! Warum? Was machen die? Oh, ich fahre gleich runter. Scheiße, ich bin gleich. Was ist das mit dir? Du warst nicht eingeladen zu diesem, du verdammter Sicko! Willst du schauen? Es ist sick. Du bist sick. Ich stehe hier drüben übrigens, nicht da drüben. Ich bin einmal runtergefallen. Igitt, guck mal. Und ich glaube, der Frisur, der hat nicht mal mehr einen Kopf. Oh. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier so lange rumtrödel immer. Oh Gott. Batterientechnisch, hat man immer so viel, dass man immer welche hat, oder? Oder... Ach so, da ist hinterm Gitter. Ich dachte gerade, wohin? Hey, bleib doch stehen. Mach die Tür auf. Lass mich raus. Ich dachte gerade im ersten Moment, wo muss ich jetzt hinrennen? Nee, ist zu nah. Zu nah rangescrollt hier. Da liegt auch eine Leiche. Da ist ein Funkgerät. Gib mir dein Funkgerät. Oh. Ja, findet man immer genug Batterien, dass ich hier immer alles filmen kann oder ins Dunkle kann oder muss ich da irgendwie aufpassen? Boah. Oh nee. Das ist die Türe. Da, wo wir nicht durchgekommen sind, waren da die zwei Nacktfrösche? Nee, die waren da auf der anderen Seite, glaube ich, oder? Warte. Ah, die sind aber... Oh, die sind nicht mehr da. Ich glaube, ich habe ein Problem.
So, kann man die öffnen? Ich will meine Zelle zurück. Beweg dich zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Ja, das sah man eigentlich vorher schon, dass man hier durch kann, drüber kann. Nicht runterfallen, nicht runterschubsen, nicht runterziehen. Kein Schlaf mehr. Boah, da sind die zwei. Ich will da nicht, ich will da nicht. Ich war gerade irgendwie so ein bisschen froh, weil das Gitter zwischen uns war. Aber... soll ich jetzt schon nachladen oder erst dann, wenn es... Ah, da rennt einer! Achso. Was ist mit denen nicht in Ordnung? Ich weiß nicht. Oh, da sind die zwei Nugget Eyes. Ich will nicht. Ich will einfach nicht. Komm mal hier durch. Ach, das ist jetzt hier auf der anderen Seite. Ja, alles klar. Alles klar. Was? Neues Ziel. Folge den Blutspuren zum Ausgang. Da ist kein Ausgang. Ja. Hört doch auf! Wie geht's? Wie geht's? Oh nein, Giftgas! Giftgas! Nee, doch nicht. Okay. Boah, ich will einfach nicht mehr hier sein. Jeder Schritt hier ist eine Qual. Was? Also, da geht's auf jeden Fall nicht mehr zurück. So, haben wir hier irgendwie... Ah, Batterie! Batterie. Ein gutes Versteck für mich. Gib mir Batterie. Oh. Einfach hier in der Hocke sitzen bleiben, bis uns jemand rettet. Bestimmt weiß keiner, dass wir hier drin sind, richtig? Wer flüstert da? Die Pfeile zeigen nach oben. Ist der böse? Da ins Loch springen. Ja, toll. Boah, wie der springt mich gleich an. Bleib schön da, wo du bist. Hast du Batterien? Oh, da ist was zum Lesen. Hohohoho. So. Oh Gott, ey, dieses Spiel. Dieses Spiel. Wehe, der rennt mich jetzt. Bleib schön da hinten, okay? Oh. Nee. Vater Martin. Wolfram Murkoff Corporation. An Grant Murkoff Corporation. Betreff Kunstprogramm für Patienten. Patienten Vater Martin Archimbaut. Helen, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaut hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Ich glaube, der will den Leuten da drin nicht helfen. Die wollen einfach nur kranke Experimente mit den Leuten machen. Ich glaube, umso verrückter, umso besser ist es für den Murkoff. So. J. N. Hier haben wir nämlich auch noch was. I. Dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den wenigeren schrecklichen Dingen. Das glaube ich auch. So. Haben wir hier noch irgendwas? Aber die Batterie, die geht auch weg wie nix irgendwie. Und da will ich nicht runter. Und hier ist vernagelt. Na gut. Ich spring doch... Ah, da ist eine Kamera. Ich lasse dich mal hier alleine.
Aber wenn die zwei Nacktfrösche jetzt eigentlich auch noch um die Ecke tanzen, ey, dann... Oh Mann. Wo soll ich denn hin? Ich weiß es nicht. Oje. Da ist der Knast. Da sitzt einer drinnen. Oh Mann, ich vermisse mein Alien. Ganz ehrlich, das war irgendwie... Ich glaube, das Spiel ist schlimmer. Ich gehe da nicht rein, ich will nämlich nicht eingesperrt werden. Okay, vielleicht... Ich habe Angst, dass dann jemand kommt und die Tür hinter mir zuknallt. Aber ist hier irgendwas? Oh, Schränke zum Verstecken. Schränke zum Verstecken. Das ist mal gut. Aber wenn es was zum Verstecken gibt, dann gibt es auch was, was dich jagt. Also ist es doch nicht so gut. Kann mir hier noch irgendwas... Nee. Oh, ich will einfach nicht weiter. Das ist meine Schwitzepfötchen und da ist wieder ein Aufzug. Mit, wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Oh nee, komm, warum gibt's die Tipps? Ich werde gleich gejagt. Oh Mann. Ich will nicht. Ich sollte vielleicht dann aber mal Batterien nachladen. Oder? Was sagst du? Der hatte bestimmt keine Batterien mehr. Deswegen liegt der da. Ist das wieder ein Verrückter oder heißt es, ich soll laufen? Hey. Ich will nicht. Oh, das hört sich nicht gut an. Ich glaube, der sieht mich. Ich will nicht. Muss ich den jetzt irgendwie triggern oder so? Muss ich da rein? Kann ich mich da unten durchschleichen? Kann ich mich da unten durchschleichen? Oder sieht er mich? Ich schrei gleich eh. Also, haltet euch die Ohren zu. Ich möchte, dass du still bleibst. Nee, das ist auch verriegelt. Wo muss ich denn hin? Ich kann da doch nicht... Oh Gott, ey. Ich will dich. Sind die 20 Minuten schon vorbei? Kann ich mich da vorbei schleichen? Komm. Oder ist es gar keiner, der mich jagt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich weiß nicht, wohin. Okay, hier war eine Tür. Ich glaube, der kommt gar nicht, oder? Ich glaube, der will gar nichts von mir. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum? Warum schnauft er jetzt schon wieder so? So, schnauf wie ein abgestochenes Schwein, dann weiß man, irgendwo ist ein Gegner in der Nähe. Bitte, mach wieder den anderen Schrank auf und verpiss dich dann. Okay, und wie soll ich da weiterkommen? Oh Gott. Ich höre die Schritte noch. Wenn dieser Typ nur leise atmen würde. Obwohl, warte mal, vielleicht sind das die Schritte von dem. Hat der tatsächlich jetzt die Tür einge... Boah. Was sind das für Mutanten, ey? Mein Herz. Mein Herz. Nee,
Nein. Ich will nicht. Vor allem guckt er doch die ganze Zeit jetzt hier rum. Also der Typ, der ist krank, aber der macht nichts, okay? Okay. Der, der mich jagt, der ist, ja, ein Dings da weiter, da. Kann ich dem dann nicht zu nahe kommen? Ne, da ist nur Schrott drin. Greifst du mich an, wenn ich da jetzt reingehe? Ich mach mal zu. Mach mal zu. Ach, nur einmal kurz klicken, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ach ja, hier liegt was. Batterie. Rechner. Mehr nicht? Dafür habe ich mich an dem Typen vorbeigequält. Kann man nicht einfach in dem Raum stehen bleiben und ja, auf Hilfe warten? Na gut, das Militär war auch hier drin und hat nichts machen können. Da sind Mülleimer. Ich lasse dich schon wieder alleine, okay? Ich bin still. Keine Sorge. Ah ne, die war ja zu. Habe ich ja schon probiert. Ja, mein Hirn arbeitet hier ein bisschen anders da. Ich will nicht. Ist der Typ jetzt weg? Ist der dann vielleicht durch eine Gittertür oder so weggegangen? Weil irgendwie muss ich ja weiterkommen. Wenn der aber weiterhin da drinnen ist. Oh, da ist was zum Anklicken. Hier. Follow the blood. Ist der Typ jetzt noch da drinnen? Ne, er sieht nicht danach aus. Boah, ekelhaft. Mach zu. So, erstmal gucken, ob ich wirklich alleine bin. Sieht aber gut aus. Da ist Schrank. Da ist Schrank, das ist gut zu wissen. Gut zu wissen. Boah, nee, dieses Spiel. Aber ich zieh's durch. So. Ich drück da gleich drauf. Hier können wir uns verstecken. Ist hier noch was? Nein, hier ist wirklich nichts mehr. Dann drücke ich jetzt den Knopf. Und dann gehe ich da in den Schrank. Zack. Kommt er jetzt wieder hierher? Ich weiß nämlich nicht, was ich ausgelöst habe oder so. Kann ich mal auf Tab gucken? Folge der Blutspur zum Ausgang, ja. Ich glaube, da kommt gerade die Musik da, nämlich weil... Na, da, guck. Da ist er. Bitte mach den Schrank nicht auf. Bitte. Nur den. Okay, den darfst du. Aber meinen bitte nicht. Meinen bitte nicht. Ich hoffe, das ist echt so ein... Oh, Gott sei Dank. Ich warte nur drauf, wie gesagt, dass die irgendwann auch dann deinen Schrank aufmachen. Weil bis jetzt ist immer so, dass die generell den neben dir aufmachen, aber in dem, wo der Spieler praktisch drinsteckt, nicht aufmachen. Ich hoffe, das bleibt so. Aber ich schätze, irgendwann zieht der mich da einfach raus. Boah. Follow the blood. Ich glaube, da hämmert irgendjemand gegen eine Türe? Ich glaube, jetzt komme ich durch den Dings da. Komm, geh wieder in deine Zelle da rein. Ach, da, guck mal. Der hat die Tür aufgebrochen. Oh, danke schön. Warte, erstmal in die Ecke. Erstmal in die Ecke und dann gucken wir. Warum hat er die Tür aufgebrochen hier? Oh, damit ich eine Batteriekrieg. Läuft er jetzt hier rum? Ich dachte gerade, er kommt vielleicht zurück. Eieiei. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Es war halt auch schön beim Alien. Das hat gestampft oder krabbel und weg war's. Aber da war nie irgendwie überall so Schritte und
Ich kann mich auch lehnen, ich weiß. So, bitte nicht ihm gerade jetzt in die Hände laufen. Bitte nicht ihm da in die Hände laufen. Oh, ich dachte gerade, der kommt da vielleicht jetzt. Doch, ich glaube. Ah, guck. Oh, da. Ja, geh schon wieder in deine Zelle da rein. Geh weiter nach links. Nein, nein. Nein. Du hast keinen Grund, in die Schränke zu gucken. Bitte, bitte, lass es wieder an diesem... Nicht in meinen Schrank gucken. Ich mag nicht spielen. Geh nach links. Ich muss doch nach rechts. Geh du nach links. Bitte. Oh. Kannst du bitte gehen? Wo ist der jetzt rein? Der macht gerade irgendeine Gittertür auf? Ich weiß auch nicht, wenn man zu lange im Schrank da drin, also, ne? Schrank. Ich. Zu lange. Rausgezogen und weg. Ich trau mich nicht raus. Der krebst doch da irgendwo rum jetzt. Okay, komm, komm, komm. Da rein, da rein. Ach, das war ein... Das war Gas. Das war Gas. Ganz ruhig. Das war Gas. Das hat gespeichert. Oh Gott. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Zu. Security. Zu. Sag nicht die... Nein. 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 Die rennen doch jetzt nicht. Nein. Nein. Ach, ich sehe schon. Fenster, Blut, ne? Okay. Oh Gott. Nach rechts. Oh mein Gott. Die ziehen mich doch gleich... Oh, ich hab grad Schiss. Ich hab grad einfach nur Schiss. Die zieh mich doch jetzt durch die Scheibe. Da passiert gleich was. Da passiert gleich was. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nee, das sind doch die zwei jetzt. Komm. Geh weiter hinter. Warum kann ich nicht weiter hinter? Da stehen doch die. Ach so. Die sind weg. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich da auch rein? Soll ich da rein? Muss ich da rein? Boah, alles verriegelt. Da bin ich doch sicher, oder? Oh, ich sehe eine Batterie. Ich sehe eine Batterie. Ich hätte gern so einen Karton oder so zum Mitnehmen, damit ich dann irgendwo in der Ecke sitzen kann, Karton drüber stülpen und dann bin ich versteckt. Irgendwie so ein Versteck zum Mitnehmen, das wäre gut. Oder von mir aus einen Schrank zum Mitnehmen. Aber ich glaube, so ein Karton wäre schon ganz, ganz gut. Ach, das ist die Tür, okay. So, haben wir irgendwo Aktivität? Ich bleibe jetzt hier, ich übernehme die Schicht, okay? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich stelle mich lieber an die Wand, irgendwo an der Ecke. So, da sehe ich, was passiert. Nee, 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 nee. Nein, das war falsch. Ich zitter nämlich. So, Murkoff Corporation PG Wartungsnotiz. Die ordnungsmäßige Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit vom Projekt Wallrider. Schauen Sie im Murkoff Corporation Wartungshandbuch nach oder wenden Sie sich nach einem an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Okay. Ich lese es zwar, aber mein Hirn nimmt es, glaube ich, nicht auf. Brauche ich jetzt irgendwie eine Karte wieder? Irgendwie eine Karte, damit ich halt eben... Ne, durch so ein geht nicht. Dass ich weiterkomme. Wie spät haben wir es denn? Ja. 9:30? Halb neun? Auf jeden Fall Zeit zum Sterben hier. So. Oh Gott.
Aber ich muss ja anscheinend nicht da durch. Weil das Blut zeigt hier entlang. Und hier überall die Fußspuren. Oh Gott, ey. Überall die Leichen. Speicher, Showers. Ich will nicht in die Duschen. Nee, Schlüsselkarte notwendig. Ah, okay, ja, genau. Das, ja. Da muss ich doch, ich will nicht da durch. Da passiert nämlich dann irgendwas. Die bleibt doch nicht offen. Die bleibt nicht offen. Oh, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Oh, oh, oh. Was? Ich will nicht, ich will nicht, ich geh wieder. Ich will nicht. Ich... Nee. Jetzt kommt der wieder. Ich bleib hier. Ich mach hier erstmal Pause. Ich... Nee. Ich will dich. Boah, der hat den Kopf abgerissen. Einfach mal so. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abbeißt. Nee, abreißt, mein Gott. Einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, das zu lösen? Oh, keine Ahnung. Nee, ich will dir trotzdem nicht begegnen. Nein, will ich nicht. Nein, 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 will ich nicht. Okay, ich sag auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.